I can talk. Oh, man, you're breaking up on my side. Huh? You hear me okay, though? Yeah, we can hear you fine. It'll be okay, right? Everybody, give Dan Kaminsky a huge round of applause. Now, go. All right, guys. So this was a unexpected thing. I'm honored to be giving my first international talk here across the net. I want to talk to you guys about a little hack that we put together a while ago called Sensor Sweeper. So let me tell you about the idea behind Sensor Sweeper. It's actually up. It's at sensorsweeper.com. There's a lot of networks that are blocking a lot of different websites. And we don't necessarily know what's on these blocking lists. And this is starting to be, you know, not just like workplaces, but like entire ISPs, sometimes entire countries. Now, there are tools that you can download from a large number of sources that'll go ahead and they'll probe your net connection and all this stuff. But you gotta download them, you gotta install them, it's a bunch of work. What if it wasn't? What if you could just go to a web page and it would start scanning around and say, you're blocked from this side and that other side? Well, that'd be pretty cool, right? Well, there's a problem. And the problem is called the same origin policy. You see, web browsers don't usually allow, say, Yahoo to look up stuff from CNN or CNN to look up stuff from Google. There's, you know, blockages. Sites are supposed to be only communicating with their own origin. But there's an exception. And that exception is images. Yahoo is allowed to load images from Google. Google's allowed to load images from CNN. And when the load works, the page can know. So they can know it works, they can also know it failed. Now what that means is if there is an image that the browser tries to download and it doesn't work, but it's actually on that website, then I can tell from my testing web page. And you know there's one image that's on pretty much every website in the world. Anyone, you guys know what this is? Saveicon.ico. It is the little tiny icon in the upper left-hand corner of your web browser address bar. It's meant for bookmarks. So what I do is I go ahead and I try to load Saveicon.ico from thousands and thousands of different sites, and if the site is actually blocked from the perspective of that particular user, or more accurately, if that image is blocked, then I know this is a censored website. Sensor Sweeper goes ahead, displays it. It's actually themed after Minesweeper. So if the image is there, it'll actually show the image. And if not, it will drop a big glowing bomb. You know, you can mouse over it, you can click on it, and it'll be like, oh, this site is blocked. So Sensor Sweeper right now is just a proof of concept. It was done for the Wall Street Journal's data transparency hackathon. Over between now and the next couple of months, I'll be doing a whole bunch of stuff involving having it do feedback, having it discover new addresses. This is actually going to become something of a platform for figuring out what's censored on the internet. So, kind of a fun toy. I hope you like it. Go check it out. And then Dan, does anyone have any questions? My first question is... Yeah, sorry about that. Muted the microphone for feedback. Okay. Where can people go check this out, first of all? Sensorsweeper.com. Like sensor, like censorship. Sensorsweeper. Sweeper like Minesweeper.com. It's up today, it just doesn't do any feedback. Okay, we've got 1 minute for questions. Any questions? Do web hacks. Everybody would like to know whether or not you're wearing pants right now. And which color? Confirm nor deny, and would you really want me to? any other somewhat more serious questions? Nope. Okay, Dan, congratulations on the first lightning talk remotely. Everybody, give Dan a big round of applause.
you guys have a blast. See you for staying up until 6 o'clock in the morning in Seattle. Keep to the lulls. That's all I'm going to say. Oh, one thing. If anyone has any ideas for what to do for Sensor Sweeper or would like to contribute code, please send me an email. There's lots of directions this can move in. Cool. SensorSweeper.com. Thanks again, Dan. Vielen Dank, hallo Nick. Bedanke mich für die Zeit. 4 Minuten Zeit habe ich. Was mache ich hier? Was soll ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mal angemeldet. Eigentlich müsste Tim hier stehen zum Thema Podcast. Er ist ja auch hier. Habe ich mich doch mal dazu erdreistet, mich für Podcast anzumelden. Ich wollte euch nur mal erzählen, was man so machen kann. Was war meine Idee, einen Podcast zu machen? Ich selber habe die Idee gehabt, ich bin sehr kommunikativ in dem Bereich. Das ist das Thema von heute Morgen gewesen, der Keynote. Ich weiß, wer dabei war. Wir müssen mehr reden, mehr kommunizieren. Das passt eigentlich ziemlich gut. Ich möchte gerne das Thema IT-Sicherheit und generell die Nerd-Sprache ein bisschen DAO-kompatibel zu machen. Ich würde einfach nur mit Menschen reden und denen mal beibringen, dass das, was wir hier machen als Hacker in dem Bereich, gar nicht so ein Hexenwerk ist, dass wir auch nochmal reden können. Das war meine Idee, einfach mal das, was ich mir insgeheim so alles so ausdenke, mit meinen Kumpels, meinen Freunden einfach mal ein bisschen nach außen bringen möchte. Das war die Idee. Wie macht man das? Ich habe gesehen, ich habe gehört, es gibt ein paar Podcasts, habe mich interessiert. Ja, das erste, was man so hört, waren hier Tim und Timo, was man so hört, die ersten Podcasts, wo man so angefixt wird. Da sagt man, Mensch, toll, das muss ja ein Riesenaufwand sein, so einen Podcast zu produzieren, zu entwickeln. Man muss riesen teures Equipment haben, Studio. Und habe ich mir ein bisschen zugehört, habe so rausgehört, ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist es ja total einfach, so einen Podcast aufzubauen. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, was man da so machen kann. Habe dann auch ein bisschen was ausprobiert. Und wie gesagt, das war so eher so im höheren Bereich, was Timo und Tim so machen. Da habe ich gesagt, komm, fang ein bisschen klein an und steig einfach mal ein. Ich bin so ein Mensch, ich mache einfach mal. Viele sagen, ja, musst du überlegen, musst du machen, weil das Zielgruppe, was willst du da machen, was willst du planen, machen Pläne, machen Word-Dokumente, wie erstelle ich, über was quatsche ich, habe ich erstmal aufgeschmissen. Ich habe einfach gesagt, komm, ich glaube, der Uwe war der Erste, der mitgemacht hat. Ich habe gesagt, Uwe, ich habe eine Idee, lass uns mal ein bisschen quatschen. Sag ich, ja, machen wir ja sowieso den ganzen Tag. Ich sage, lass uns das Ganze mal da aufnehmen. Das ist ja, ist auch kein Thema, macht der Start.de für uns. Ich sage, nee, das nehme ich mal auf für uns. Und das stellen wir mal online. Sagt er, was bringt das? Ich sage, ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was das Ganze bringt. Mal schauen, wer zuhört. Und was in Resonanz kommt. Und ich habe einfach drauf los den Podcast mit Uwe. Wir haben ein bisschen über Android-Routen gesprochen, über so die nerd-kompatiblen Themen erstmal und haben festgestellt, nach dem ersten Podcast, ja Mensch, Leute hören dazu. Und da kommen ein paar hundert Leute auf einmal, die ich gar nicht kenne und die hören dazu. Und da dachte ich, toll. In der Umsetzung war es relativ einfach ja, wie man sieht, ein bisschen Mac-Nerd, Fanboy in dem Bereich, habe ich mir, weil ich so Macs habe, ist ja hier alles dabei. Das heißt, wer GarageBand hat und ein relativ gutes Mikro hat, kann da gut mit einsteigen. Das habe ich erstmal gemacht. Erstmal GarageBand, einfaches USB-Mikrofon, ja, war nicht die beste Wahl, aber es waren die ersten Podcasts, die ich aufgenommen habe damit. Und habe gesagt, okay, das reicht erstmal für einen relativ guten Podcast und es hat sich bestätigt. Einfaches USB-Mikrofon, GarageBand hat erstmal vollkommen gereicht. Und habe dann festgestellt, man muss etwas optimieren, weil dann wird auch irgendwann mal was eingefordert. Wir sagen, Mensch, tolle Idee, will ich mitmachen, und dann wird das so ein Selbstläufer. Dann melden sich Menschen aus dem Internet, melden sich und sagen, Mensch, toll, da will ich mitmachen. Ich weiß gar nicht, wie die sind, das sind irgendwelche Twitter-Namen hier, hallo, ich schlag mich tot, hallo, ich trage Springerstiefel, ich bin Pony und ich bin was auch immer. Die melden sich einfach und sagen, ich will mitmachen. Und dann sage ich, ja, ich kenne die gar nicht. Ich weiß nicht, was sie quatschen, können die überhaupt reden oder das ist mir wurscht, ich mache es einfach. Ich lade die ein, die klicken sich ein, wie mache ich das? Ich fahre nicht rum, ich mache einfach einen Google Hangout.
Ich habe vorher angefangen mit Skype das Ganze zu machen, jetzt mache ich Google Hangouts und lade ich einfach ein, seid dabei. Und ich habe mein Equipment so mittlerweile ein bisschen ausgebaut, dass es relativ leicht zu handhaben ist, das Ganze. Also es kostet nicht allzu viel Geld, es ist noch weit im unteren dreistelligen Bereich, was man sich anschaffen müsste, wenn man nicht hier schon ein Mac hat in dem Bereich, um ein bisschen zu podcasten. Also das ist relativ harmlos, was man da braucht. Und extend time for 1 minute. Yep, give him a round of applause. Here for your phone. Okay, 1 minute. Okay. Ja, also wie gesagt, es geht ganz einfach. Es kann jeder. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Audio, vom Videoschnitt, von den ganzen Gedöns, was man da braucht. Ich weiß, was ein Wave ist, ich weiß, was ein MP3 ist, ich weiß, was ein Org-File ist, ich weiß, wie man das generiert, ich weiß, wie man das Ganze online stellt. Ich nutze Macs, ich bin ein iMac, ich nutze GarageBand, ich nutze auch Phonic dafür und lade das Ganze hoch und nehme meinen Dropbox-Account, das Ganze zu speichern mit auf Phonic. Klappt super, wunderbar und kann schnell hochladen. Resonanz ist enorm. Leute kommen sehr freundlich auf einen zu und man kommt ins Gespräch. Und das Wichtigste ist, was für mich als Fazit rauskommt, Kommunikation. Heute Morgen war das Thema. Wir müssen kommunizieren. Wir müssen mit den Menschen reden. Nicht wir in diesem Raum, wir müssen auch mit denen, die draußen sind, mal reden. Und genau die hören bei mir auch zu. Ja, eins ist Nerds. 80% habe ich die Leute hier. Und jetzt habe ich halt meine Zeit aus. Und das war's. Danke fürs Zuhören und 10 Daumen für den Podcast. Ich. Okay, awesome. And next up. Go for it. All right. Yum. Huh? Okay, do you need another microphone? What noise? Do we have a second microphone? Yeah. Okay, wir wollen euch was zum Thema öffentlichen Datenschutz erzählen. Wir haben das mal so ein bisschen am Rande erfahren und wollen euch erzählen, das ist irgendwie wichtig. Okay, das Besondere ist, es gibt ja das Bundesdatenschutzgesetz, das regelt Datenschutz allgemein und ganz toll und ist auch recht detailliert teilweise ist es auch sehr schwammig. Und jetzt ist das Problem, es gibt für Kirchen nochmal ein eigenes Datenschutzrecht. Das ist also wieder ein bisschen anders geregelt. Das ist noch ein Stück schwammiger formuliert und ist eben noch pauschalisierender und wird eben nur für die Erfüllung ihrer Aufgaben oder Auskunft eben auch nur genutzt, sofern keine Gefährdung der Speicherstelle obliegenden kirchlichen Auftrags vorliegt. Ja, also das muss man alles ein bisschen in Relation stellen. Das Bundesdatenschutzgesetz ist auch recht schwammig, aber das ist auch vor allem unbekannt für die meisten Menschen. Okay. Jetzt denkt man erstmal, ja, Kirche, wie betrifft das schon? Naja, jeder, der irgendwo bei einer der zwei staatlichen Kirchen eingetragen ist. Und das sind in Deutschland immerhin 50 Millionen deutsche Bürger. Also die Zahl ist von 2010, glaube ich, jetzt inzwischen, das geht ja immer runter, ne? Aber es sind immer noch viele. Die ganze Menge. Was mache ich nächste Woche? Ja. Was speichern die Kirchen überhaupt so? Das ist die große Frage. Geht über die Seelsorge, Diakonie, die Kindergärten, Schulen, Lehrer, Ausländerberatungsstellen, die eben auch mit dem Staat zusammen kooperieren. Das sind alles nicht gerade irgendwie Themen, wo man irgendwie nur so ein bisschen nett hin und her redet oder sowas. Das sind halt wirklich auch ernsthafte Probleme von Menschen, die besprochen werden und die wirklich auch privat sind, also intim, und die vielleicht auch gerade was wie bei Ausländerberatungsstellen auch weitreichende Folgen haben können. Ja, das heißt, da sollte man vielleicht auch darauf achten, dass sowas gut geschützt wird. Und zum Teil ist es eben wirklich vom Kindergarten an, ich meine Kinder in den Kindergarten schicke, in den kirchlichen, bis dann wirklich eben zur Beerdigung hin, also das gesamte Leben ist da zum Teil dann drin gespeichert. Ehrenamtliche Mitarbeit inklusive und welche Spenden ich geleistet habe. Genau, wer hat wem wann was gespendet, in diesem Falle hier?
wird auch natürlich von denen gespeichert und dementsprechend sollten diese Informationen geschützt werden. Wir haben uns ein paar Umsetzungen dazu ausgesucht. Ja, das Interessante ist, es gibt auch wirklich Datenschutzbeauftragte, kirchliche Datenschutzbeauftragte. Allerdings sind diese Stellen oft gar nicht besetzt. Ja, also sie suchen händeringend Leute, die das machen, weil sie das selber auch einfach gar nicht können, weil sie das IT-Know-how nicht haben, wie das gemacht werden muss, richtig. Und zum Großteil fehlt auch einfach die Sensibilität dafür, dass das überhaupt notwendig ist und wie wichtig das überhaupt ist. Genau, da haben wir zwei Beispiele noch. Ich habe selber jahrelang in der Kirche ehrenamtlich gearbeitet. Großes Thema ist die Benutzung von Klarnamen. Ich habe bei einer Veranstaltung geholfen und habe zwei Tage später meinen Klarnamen vor- und Nachnamen, den es nur zweimal gibt, komplett auf jedem Werbeplakat gefunden, alle Werbebroschüren, die im Internet veröffentlicht sind und, ohne meine Zustimmung. Es gibt Weitergabe von sensiblen Daten. Ich habe nach einem ehrenamtlichen Zeugnis gefragt, was mir ein gutes Recht ist. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, kriegt bitteschön, hier sind 7 ehrenamtlichen Zeugnisse mit Klarnamen wieder versehen. Von anderen Mitarbeitern stückeln wir deins zusammen und dann unterschreiben wir dir das. Viel Spaß dabei. Also muss man jetzt sehen, ob das, wie war deine Reaktion? Ich habe noch in Erinnerung, du sagtest, du hattest dann nochmal nachgefragt, hey, ist das jetzt eigentlich nicht so clever? Ja, ne, ich habe bei dem Werbeplakat habe ich definitiv nachgehakt, es war auch als PDF online, gefragt, wie sieht es aus, nehmt doch mal bitte meinen Namen raus. Ich habe über 1,5 Jahre darum gekämpft, dass mein Name wieder aus dem Netz verschwindet. Es hieß nämlich, das Ganze wäre zu teuer, die PDF zu ändern. Extend time for 1 minute. Yeah. So, ja, das ist auch schon unsere letzte Folie. Das Wichtige ist, es gibt da so einen Typen, der kennt sich damit richtig gut aus, der heißt Joachim Selzer, der ist übrigens auch auf der Segment hier und er hat auf dem 27C3 den Vortrag Friede sei mit euch, mit euren Daten gehalten. Den kann man so als Empfehlung mal geben, das war auch für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, ich muss das hier nochmal irgendwie den Leuten erzählen. Und der hält morgen auch einen Vortrag um 12 Uhr. Der heißt Kampfstern Privatica und es geht um die Schwierigkeiten im praktizierten Datenschutz. Okay, sonst Google danach und pass auf, da sind eine Menge Consulting-Firmen unterwegs. Das war's auch von uns. Das ist ein Blockwerk. Mikros aus, wegen Neustörung. Ja. So. Okay, ich bleib gleich mal hier stehen. Okay, ready? 5 minutes starting now. Okay. So, ich bin immer noch der Jan. Und jetzt stelle ich euch ein kleines Privatprojekt vor, das ich seit Ewigkeiten am Laufen habe und einfach nicht zu Potte komme. Und ich stelle euch einmal kurz, was es ist, vor, was es ist und bitte euch dann, mir irgendwie meinen Arsch zu treten. Das Ding ist, wir sind ja alle hier so total technikbegeistert, wir fotografieren die wild rum und machen Fotos von allem und jedem, den wir hier sehen. Und dann wollen wir natürlich die Fotos alle zusammenwerfen, wir wollen sie geotaggen und wir wollen sie in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Und das bringt dann alles Probleme mit sich, weil jede Handykamera, jede Fotokamera hat irgendwie eine Uhr, die falsch eingestellt ist. Und dann funktioniert das mit dem Geotaggen nicht, weil die Uhrzeit nicht stimmt, das ist eine zeitliche Reihenfolge, das ist eine Scheißarbeit. Und ich dachte mir, das muss man doch alles irgendwie mal schöner machen können. So halbautomatisiert am besten. Die Idee ist, indem man QR guckt. Und zwar ist auf jedem Rechner ja die Uhrzeit ziemlich akkurat am NTP. Ne? Sind irgendwie so auf Millisekunden genau mit einer Atomuhr abgeglichen. Und in diesem QR-Code speichern wir eine Uhrzeit. Zeigen die diesen QR-Code auf dem Rechner an, machen ein Foto davon. Was wir dann haben ist, einmal die Uhrzeit der Kamera aus den EXIF-Daten und andererseits die Uhrzeit, ziemlich akkurat, die wirklich zu dem Zeitpunkt, als das Foto gemacht wurde, herrschte, dank des QR-Codes in den Bilddaten. Die können wir jetzt automatisiert auslesen. Und dann können wir eine kurze Berechnung machen, das kann der Computer ganz gut. Und dann kriegen wir raus, wir müssen alle Fotos, die wir jetzt mit der Kamera da gerade importieren, halt um eine Stunde korrigieren oder so. Sehr schön. Und die Idee habe ich schon lange. Ich habe mal einen Prototypen für F-Spot gebaut. Der funktioniert lange nicht mehr. Und F-Spot ist jetzt auch recht tot. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo man das jetzt am besten reinbaut.
Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so richtig mit viel Open Source Software mal selber ein Projekt aufgezogen oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt am besten hingehe, wo ich da jetzt mal sage, Leute, helft mir doch mal, mache ich ein Repo auf, mache ich irgendwie auf GitHub was, fork ich mir dann Shotwell oder, also, wer Lust hat, mir da ein bisschen zu helfen, so, Junge, pass mal auf, das musst du machen, dann wird das auch mal was, sag mir das mal, das wäre echt super. Also, da unten, E-Mail-Adresse von mir. Oder halt auch per Twitter. Sprecht mich an, wenn ihr mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen wollt. Das wäre echt klasse. Aber hat jemand das Prinzip verstanden? Nicht verstanden? Ist simpel, ne? Sich jetzt melden? Bei mir? Nein, wofür soll man sich melden? Für verstanden oder nicht verstanden? Hat jemand das Prinzip nicht verstanden? Wunderbar. Also, ich würde mich freuen, wenn mir da jemand ein bisschen hilft, wie man da mal so ein, sowas vernünftig in ein Open Source Projekt umgesetzt kriegt. Also, Dankeschön. Okay, next up. Finn, you ready to go? Yep. Boy. So, who of you have done the journey to the end of the year of the Congress ever? No one? One. So, what we've been doing for the last like 3 years on New Year's Eve is we chased a few hundred people through Berlin in a game called Journey to the End of the Year. And I've also been doing this in Vienna and recently Austin. And suddenly met one other person who is interested in doing street games in Vienna. So we decided, since we're already two people interested in this, we have to make a festival of street games in Vienna in September. So you should come. There are also other festivals, for example, in New York, San Francisco, and Berlin. Around August, the Berlin one is in mid-August. The other ones are later this year, and Play Vienna will be in September. And we are looking for games that are being played by multiple hundred people, but also for games for like 10, 20 people. So if you have ideas, we want you to come and run these games for the festival, because we're lazy and can't run like 20 games on one weekend. So that's my thing. Any questions? So, since I have enough time, does anyone know a good breakfast location near here? No, seriously. I got breakfast a little bit ago at a bakery. If you just take the bridge and just go about like your 2:30, just down that street, whatever it's called, eventually you'll run into two camps of bakeries that are almost next door to each other. Actually, there's one right next door, next to the building. Why wasn't it open an hour ago? I don't know. Okay, so apparently there's one right next door to the building. Yeah, good. Okay. Thanks. Oh, yep. All right. Thank you. Thank you. Next up. Okay. Go. Hallo zusammen, ich möchte euch ein kleines Projekt vorstellen, das wir hacking.de genannt haben. Ihr kennt vielleicht das Problem, dass wenn ihr aus eurem Keller rauskommt und da sind meistens nur normale Menschen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, habt jetzt gerade rausgefunden, P gleich NP und das erzählt ihr den Leuten, dann guckt ihr euch doof an und sagen, ja, okay. Und ihr wollt ja Leute treffen, die wissen, was das bedeutet und dafür ist hacking.de das Slide. Das ist eine ganz einfache Seite auf hacking.de und das soll ein Kalender sein für Leute aus Köln, Bonn und Aachen, aber wir versuchen es auch zu erweitern, außerdem könnt ihr es auch für eure Stadt aufsetzen. Wir stellen da Usergroups, Events und so weiter vor und ihr könnt sehen, wann die stattfinden, wo die stattfinden, was das Thema an dem Abend ist und so weiter. Da gibt es verschiedene Themen, das eine ist halt Programmieren, Nerd-Events, Nerd-Kultur, Hardware, wir haben verschiedene Themen, das könnt ihr da alles euch anschauen. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich nehme an diesem Termin teil, dann könnt ihr ein iCall abonnieren und dann sind die Kalender auch immer ganz schick in eurem Kalender, in eurer Kalendersoftware drin. Slide, please.
Das ist die Seite, sie sieht super schön aus. Wenn ihr Designer kennt, die uns helfen können, dann sind wir euch sehr dankbar. Im grünen Kreis, da seht ihr, dass man auch sich hier für die SIGINT anmelden kann. Laut hacking.de sind heute 3 Leute hier, sind mehr als ihr erwartet habt da, also meldet euch bitte an, damit das ein bisschen akkurater ist. Und man sieht auch schon, dass GitHub-Kätzchen, also alles Open Source. Slide, please. Das Ganze ist in Ruby on Rails umgesetzt. Wenn ihr Lust habt, da mitzuhelfen, seid ihr gerne willkommen. Das ist alles auf GitHub, könnt uns Pull-Requests schicken. Wenn ihr tolle Sachen macht, dann werdet ihr auch einfach, gebt ihr einfach das Recht, bei uns direkt reinzuschreiben. Und das ist die URL, github.com, Bitboxer Hacking. Ihr könnt, das ist aber auch auf der Seite verlinkt, hacking.de ist leichter zu merken. Oder ihr habt es schon in euer Smartphone eingegeben. Und Slide, please, glaube ich. Ja, und wir sind die Kölsch AB, das ist eine Kölner Ruby-User Group und wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommen wollt. Die Events findet ihr auf hacking.de. Und wir haben auch einen Stand auf der SIGINT, da sind bisher noch nicht so viele Leute vorbeigekommen. Da könnt ihr Ruby ausprobieren. Wir haben ein kleines Teil Ruby, einen kleinen Teil Ruby-Stand aufgestellt. Ihr könnt aber auch mit uns über unsere Projekte reden oder Fragen zu hacking.de stellen oder ja, uns trollen, wie ihr wollt. Kommt gerne vorbei, wir sind halt da, wo die ganzen Stände sind. Danke. Fragen? Ich habe kein Mikro mehr. Okay. Well, everybody's... Huge round of applause for... We started late, but a huge round of applause for everybody's doing their 5-minute lightning talks in 3 minutes. Oh, I just said that everybody's doing their lightning talks in 3 minutes. But if you okay, we can. We're going to switch up the schedule a little bit. The JavaScript one, or is it okay to do that after this one? Yeah. Is it okay? Okay, great. Go for it. Hallo, ich bin Laura, ihr kennt mich nicht, das macht die Sache einfacher. Wer als Mann einen Hacker-Konkurs besucht, muss sich vorne mit Zweifeln herumschlagen. Er zieht ja schon allein dadurch Aufmerksamkeit auf sich, dass er ein Mann ist. Ihr kennt das Einhorn-Phänomen. Männer werden manchmal sogar gefragt, wessen Boyfriend sie sind. Oder mir ist sogar schon der Vorwurf zu Ohren gekommen, dass wegen mitgebrachter Boyfriends richtige Hackerinnen keine Kongresskarten mehr bekommen. Dass nur ungefähr 10% Männer sitzen, stört die Männer vielleicht gar nicht. Aber Männer scheinen auch in der Vorstellung der Speakerinnen oft gar nicht vorzukommen. Warum? Ich weiß, die deutsche Sprache hält eben Redewendungen bereit wie Frau über die Dinge sein oder es ist die Rede von der kleinen Frau, wenn das Volk gemeint ist. Oder natürlich gilt der generische Feminin als normal. Aber Sprachgebrauch trägt auch dazu bei, Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Wenn ich von Userinnen, Politikerinnen und so weiter spreche, vergesse ich oft, mir die Männer in diesen Rollen vorzustellen. Und wenn ich immer von Ärztinnen und Krankenpflegern spreche, ja, dann wird diese hierarchische Konstellation eben auch unbewusst verinnerlicht. Es gibt noch andere Dinge in der Szene, die eher so mittelangenehm sind. We like porn. Nichts gegen Pornografie, aber großteils dominiert hier die weibliche Perspektive. Also Pornos sind ja auch hauptsächlich von Frauen produziert und an weibliche Konsumentinnen gerichtet. Und Männer werden oft hier eben als Objekt inszeniert. Und daher ist vielleicht eine Überlegung wert, ob wir uns wirklich auf diese Darstellung von Geschlechterverhältnis beziehen wollen, wenn wir über unsere vermeintlich gemeinsamen Interessen hier sprechen. Ja, es gibt verschiedene Definitionen davon, was Sexismus ist. Meiner Meinung nach fängt Sexismus da an, wo ich Menschen einen binären Code auferlege und sie in weiblich und männlich unterteile und ihnen dann Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben etc. unterstelle. Das kommt in dem Begriff Heterosexismus, ich finde, ganz gut zum Ausdruck. Ich muss dabei aber keine sexistischen Absichten verfolgen. Das geht uns alle an, egal ob wir uns als Frau verstehen, als Mann, als beides oder zwischen oder jenseits von diesen Kategorien. Es schränkt uns alle ein, manche weniger,
manche mehr. Und Sexismus geht da weiter, wo unsere Sprachpraxis diskriminiert. Wenn ich nur von Hackerinnen spreche, was ist dann mit den Männern und mit den Transgender-Gruppen? Diese Praxis des Ausblendens kann auch Marginalisierung genannt werden. Und mir fällt dazu nur ein, Marginalisierung möchte ich gerne vor die Füße kotzen. In meinen Augen gibt es keine Rechtfertigung dafür, Menschen einerseits in Kategorien zu unterteilen und andererseits immer nur eine Kategorie zu nennen, die dann irgendwie alle meinen soll. Die genannte Gruppe wird dadurch normalisiert und zum Standard erhoben. Normal sein ist ein Privileg. Wer Normalität definieren kann, hat Macht. Sich Privilegien einzugestehen, ist nicht leicht, aber notwendig, um die Strukturen zu erkennen, in die wir verstrickt sind. Das Betriebssystem unserer Gesellschaft hacken und debuggen, hieß es gestern in der Keynote. Dafür ist es notwendig, Ungleichheits- und Diskriminierungsstrukturen wahrzunehmen, dafür zu sensibilisieren und dagegen vorzugehen. Extend time for one minute. Wenn ihr alle meint, aber nur Hackerinnen sagt, ist das weder fair noch einladend. Sprecht also nicht nur von Programmiererinnen und Bloggerinnen. Wir sind alle Teil des Problems und ich denke, es wird Zeit, dass wir alle Teil der Lösung werden. Daher mein Aufruf, Heterosexismus hacken. Danke. Da ich noch ein paar Sekunden habe, falls jemand von euch aus Hessen kommt, es gibt auf dem Marburger Bildungsfest 14. bis 17. Juni eine Kunstausstellung, die den gleichen Titel trägt. Also falls jemand aus dem Raum Marburg hier sein sollte. Danke. Worum es hier geht, ist, Web-Applikationen verarbeiten halt viele aufschutzbedürftige Daten und die Frage ist natürlich, wie können die Daten gegen Zugriff durch zum Beispiel Administratoren oder halt eben andere, die über das System haben, den Server geschützt werden. Transportweg, klar, HTTPS, alle glücklich mit oder auch nicht, aber bisher muss man halt annehmen, dass ein Webserver, wenn er halt Daten hat im Rahmen einer Session, dass die halt irgendwie auf dem Server rumliegen. PHP zum Beispiel, meinetwegen in einer File, also in einer Datei persistiert oder in einer Datenbank, Memcache etc. Und da gibt es zwei Probleme mit. Erstens, die Session-IDs können dort installiert werden, das heißt, ich kann eine aktive Session übernehmen. Und zweitens, ich kann auch die Daten, die in dieser Session gespeichert sind, verwenden. Zum Beispiel halt eben eine Kreditkartendaten, bevor sie irgendwie in einer Transaktion durchgeführt worden sind. So, nächste Slide. Das Konzept SSDS soll Secure Session Data Storage heißen. Die Idee hier ist, die Session-ID als Schlüssel zu nehmen für eine Verschlüsselung dieser Daten auf dem Server und damit halt eben den Zugriff auf diese Daten zu limitieren auf den Zeitpunkt der Request-Verarbeitung. Das heißt, der Browser kommt her, sagt, ich habe hier irgendwas, was gemacht werden soll. Der Server nimmt die Session-ID, entschlüsselt die Daten, verarbeitet sie, verschlüsselt sie neu, legt sie wieder in das Persistenz-Backend und weiter. Das Problem dabei im Detail ist, dass die Session-ID ja in diesen Backends üblicherweise als Key verwendet wird, das heißt Session-ID ABCDEF. Nein, da kommt dann der Datenwert, was in dieser Session präsentiert wurde. Das heißt, was man machen muss, ist, man muss die Session-ID selber erstmal schützen. Die Idee hier ist halt, einen Hash zu nehmen, damit kann die originale Session-ID nicht wiederhergestellt werden, aber halt eben ganz klar in der Verarbeitung die Session-ID wieder durch Hashen quasi der richtige Datensatz gefunden werden. Und das ist dann halt auch der Punkt. Erstens, die Daten werden verschlüsselt und zweitens, die Session-ID wird geändert, bevor sie an das Backend zur Persistierung gegeben wird. Slide, please. Was ich jetzt heute noch nicht vorstellen werde, sondern erst nächste Woche, ist dann eine Implementierung für PHP als Extension. In PHP gibt es sogenannte Safe-Händler, die dafür zuständig sind, genau diese Session-Daten zu persistieren.
Der Standardhändler ist die Files-Implementierung, die schreibt dann einfach ins Dateisystem eine Datei, nennt sich irgendwie Sesh underscore und dann die Session-ID und da sind dann halt eben die serialisierten Werte drin. Die Implementierung, die ich gemacht habe, die tritt quasi als Proxy auf für den Safe-Händler, das heißt, führt erstmal die beschriebene Verschlüsselung durch und gibt dann die Daten an das eigentliche, an den eigentlichen Safe-Händler weiter. Und alles, was man damit machen kann, im Sinne von Hash-Werten, Verschlüsselungsalgorithmen etc., werden per Konfigurationseinstellung konfigurierbar sein, sodass man alles, was halt OpenSSL an Primitiven bietet, dafür nutzen kann. Details und so weiter hat alles nächste Woche nach der Präsentation dort. Wenn ihr da gucken wollt, wie sieht es damit aus, also wo finde ich das Ganze dann hinterher, Quelltext oder wo gibt es dann die Folien von nächster Woche auf meinem Blog. Der ist leider noch nicht so ganz irgendwie toll fertig, also gibt noch keine Feeds und so weiter, aber da arbeite ich noch dran. Und dann gibt es auch noch eine Implementierung für Java, die aber sicherlich noch ein paar Wochen oder Monate dauern wird. Wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schicken. Für den Moment wäre es das. One minute for questions. Die Frage ist, ob das konfigurierbar per GUI ist. Nein, das muss dann wirklich in die Datei PHP eingestellt werden. Das heißt, irgendwie PHP in ihr aufmachen, Wert reinschreiben und PHP durchschalten. Genau, mit dem Editor. Inwieweit skaliert das? Also ich denke mal, wahrscheinlich dann auch ein bisschen Overhead. Also die Frage ist, wie performant ist das etc.? Natürlich gibt es den Overhead für die kryptografischen Operationen. Die Frage ist natürlich, wie viel Overhead ist das in Relation zu dem Rest, was die Applikation an sich macht? Ich würde jetzt mal behaupten, das sollte relativ wenig sein. Also, natürlich wird es merkbar sein, irgendwo messbar, aber ich glaube nicht, dass es ein großes Problem werden wird. Ich habe auch einen Aspekt da drin, der auf Performance ausgerichtet ist. Das heißt, zum Beispiel für Zufallszahlen wird nicht zum Beispiel der Random genommen, um den Entropy-Pool nicht zu drainen, sondern da geht es dann halt eben auch wieder über einen anderen Mechanismus, um halt eben Zufallszahlen selber zu generieren. Na, ist jetzt das falsche Wort, weil. Aber nächste Woche angucken, ist beschrieben in den Details. Okay. Okay, can I start? Yep, good work. Okay, I'm Jan, I'm a hacker designer, and I'm currently doing a project that combines education or university with open source projects. I studied the last 3 years, and I found that in lots of lectures, students work on projects that either don't get published or they work on stuff like Facebook or something like that, and which is shit. So I want to bring together universities and free software projects as kind of a grassroots effort, because I know there are things like Google Summer of Code or Open Usability, Season of Usability. You might have heard about it. But Google Summer of Code is done by Google and you need to apply and blah, blah, blah. And the work is done anyway by students. So what I currently do is at the Media University in Stuttgart where I studied, I do this project with three free software projects, OnCloud, Media Goblin, and Be Welcome. OnCloud is kind of a Dropbox Google Apps alternative, Media Goblin kind of YouTube, SoundCloud, Flickr, so media hosting, and Be Welcome is Couchsurfing alternative. So what I basically do there is with the usability students, there are at the moment five groups out of 10 who work on these projects, so two for OnCloud, two for Media Goblin, one for Be Welcome. And it's pretty cool for them because they learn something on a real project. And for the project, it's great because since they're usability students, the usability is improved of the project, which, you know about usability and free software projects, right? Since it's a grassroots effort, if you're
a student, or if you if you're an educator, if you're at a university, then please let me know, mail me or talk to me in person, because I want to spread this, and I don't want to have this be my own effort, but just a general thing of universities working more with open source software projects to improve, to on one hand improve their free software projects, and on the other hand give the students real stuff to work on, so they can say, hey, I worked on that. Thanks. The Focal Calendar talk? Oh yeah, should I do that? Yeah. Do you have the website? I can bring that up in just a second. Okay. Yeah, another one. Can you go to, or can you search Marco? Should I do it? Okay, so another thing that I thought about is calendars. So that's a blog post by Marco Arment, who is the designer of Instapaper, and also used to be designer for Tumblr, or developer for Instapaper, and also used to be developer for Tumblr. And he wrote a blog post, can you scroll down a bit, about how calendars are pretty fucked, because at the end of the month, you don't care about the first weeks. So he proposes a logarithmic calendar design, or something that is not 30 boxes. So I wanted to go ahead and do that. Can you go to Focal Calendar? Yeah. So it's very, very early in development, and it's on GitHub. But basically the idea is that time only flows in one direction. So. I'll just automatically extend your minute. Oh yeah, no worries. Right, so yeah, the first thing that doesn't work yet is up on focalendar.com. So the concept is time only flows in one direction, only down, right? Not like as in the 30 boxes calendar, for the day down, then for the week there, then for the month down, and then whatever. It's a down. So basically time only flows down. And can you scroll up again? The different calendars are columns. So you always have, for a specific point in time, you always have all your events. And I think there's no reason to separate events and notes so much as how it is done with Google Calendar and other software. So I get to think about how to exactly do that. But another thing, the main idea is the focus is on today and tomorrow, and maybe the day after tomorrow, and then after that it gets smaller and smaller and smaller, until whatever, a day or even a month is just a line, right? Or it's as high as how many events are in there. Another thing, for example, is events which have a deadline but are a longer time. So for instance, whatever, you're at the conference and you need to prepare a talk. The talk is just that one day or that one time slot, but you have preparing time, right? There's no calendar that accounts for this type of event, as far as I know. Let me know if there is. So that's another thing I want to solve with that. So that's just a demo. It's on GitHub. It's on my GitHub profile. It's on the Lightning Box page. It's / Jancy Borchardt, JANCB, / full calendar. Feel free to help join fork, whatever. Thanks. Awesome. Okay, Jens, are you good to come up with Wikidata? Data.
So I was shanghaied by Nikki to talk about the reason why I wasn't here at SIGINT yesterday, because we launched something. It's called Wikidata. It's a project that is the first new project that comes out of the Wikimedia Foundation for the last 6 years, and I'm incredibly proud. I could boast that I'm part of the team. The initial development effort is thanks to three large donations that were made by Google, by George and Betty Moore Foundation, the guy with Moore's Law, you know, and Paul Allen Institute of Artificial Intelligence, and it's going to be a database that is editable by everyone and contains knowledge for all of the world. Internally, we joke about it being a project similar to Skynet, so once it has consciousness, all we are left with us sitting in the sun, lying on the lawn, drinking Club Mate, and yeah, just bowing to our machine overlords. So what is it going to be? There was an introduction to semantic web technology earlier today, and if you missed it, I pity you, because that was really good introduction. But I'm going to explain it with a very practical example, which is kind of overused, but gets across the point very well. Say, there is stuff in Wikipedia that is written down there. So you might have been on Wikipedia once or twice, and say you want to have a list of the 10 biggest cities in Germany that have a female mayor. This is all data that is inside Wikipedia, but it's just not queryable. You cannot make a query for a list of the 10 biggest German cities with a female mayor, even though all this data is included in Wikipedia. So what you need is semantically mark up data stored in a way that can be queried with semantic means, Sparkle, RDF triples for those in the know. What we launched yesterday was a very early prototype. We just started working on it beginning of April in wonderful Kreuzberg in Berlin, next to the canal. So what we launched yesterday is a demo that will know about the connection between a site, a page in Wikipedia and its foreign language correspondence. So if you can click on, there's a, in the site bar, there's something that says example data entry, right? Menu. Oh, this, yeah, it's okay. So yeah, this is everyone's favorite chemical element, helium, the number two. So this is where you could have a list of all the other Wikipedia editions that deal with this factoid, with this thing, helium. If you scroll down, you scroll very down, you can add something, I think. Is that? Let's say we missed the Lower German Wikipedia, Plattdeutsch, P-L-A-T, Plattdeutsch, yeah, and the word for helium in Plattdeutsch is surprisingly helium. So it, and then it becomes part of the knowledge in this Wikidata database, and there's also a client. If you exchange in the URL repo with client, so we have a demo Wikipedia. This is how everything will look like once it's switched over to the new system. So there is also an example entry in the sidebar. Left, yeah. So that's helium. And the language links in this sidebar already come from Wikidata, from the demo implementation. So I
totally understand if you're not impressed at all, but there's a lot behind it. There's stuff about updating. Extend time for 1 minute. We're thinking about how to build the storage system, the crazy semantic query language that goes with it, and what you have. We have crazy problems with the community like Wikipedia. For instance, there is more than one way to look at the truth TM. For instance, you could imagine that the Hebrew and Arabic Wikipedia would have different numbers on the inhabitants of Palestine. And it's fine, because these communities decide on what the truth TM is. Same goes with the, let's say, Estonian and Russian Wikipedia communities, etc. Also, there's this guy, Kohanikus, who is claimed as a scientist by Poland, Czechoslovakia, Germany, Austria at the same time. So what is the truth? So we will have the option to override the truth TM in that Wikidata semantic database. Thank you. Okay, thank you, Jens. And coming up next, if I do this right. We actually had to switch to tethering out with my phone at the last minute too. There were other problems as I was displaced. Oh, okay. Good to know. Basically, recently I got a lot of strings JavaScript on my desk, which I had to analyze. And the Java console, the JavaScript console in Chromium or Firefox wasn't enough anymore. And I needed more. I needed something more advanced. I don't know, is anybody using IPython? IPython notebook? The new IPython notebook? Okay, basically it's the same interface. You get a JavaScript console, it's nothing more. Is it German or American? US. It's German, okay. No, it's US, I guess it's US. It's US? Fine, that's better. You get a normal JavaScript console, and you can add anything you want. It's like you can analyze stuff. I can analyze different variables or objects. If there's a function in there like autogrow, I can look at it and it outputs me the source code I wrote back then or I wrote anytime. It's basically built, the IPython built for JavaScript online. You can load different stuff into it without thinking about the origin policy. I hope I do this right. There's graphing in it, plotting in it. I can. It's a function. It's bad. I brought a function in the plotting, which updates every 100 milliseconds. I think it's kind of bad. I hope it works. And I can plot dynamically. I can even type in. I can type different stuff and work on other plots or on other stuff, and it plots on. You can different timing. You have different timing. You can do anything with it. I think even one guy wrote a wrapper for IPython, so you can run Python in it. But I'm not quite sure how it works yet. It's not up on GitHub yet because it's kind of new and the source code is really, really bad at the moment. I have to clean it up, but it will be in a week or so. And I hope you can do anything with it. You just have to add modules to you can run. I can run any library I want. I can include anything. Just run JavaScript in your browser. It's basically a controlled injection, a controlled JavaScript injection in your page to analyze something.
I hope everybody got it. Thanks. Or any questions? And that is all of the lightning talks we have scheduled. For now, we have a couple of